Eine Sache musst du mir glauben. Und ich habe mich nie so nah zu einem Menschen gefühlt wie zu dir. Nie. Am liebsten würde ich das ganze Chaos mit Malte und Sascha einfach vergessen. Deswegen mache ich da jetzt einen Strich drunter und denke einfach positiv. Hey, guten Morgen! Ich hab noch Na? Viel Spaß auf Arbeit! Danke, du hast ja gute Laune, ey. Ja. Krass. Alles gut? Ja. Ja, genau. Alles ist besser als Lächeln. Mein Gott, danke! Glückwunsch erstmal wieder zurück zum Lächeln. Mein Gott, danke. Oh Gott! Ich wünsche, ich könnte damit ziehen, aber ich bin einfach müde des Todes. Wieso? Ich hab scheiße geschlafen irgendwie. Ich glaub, wenn ich jetzt noch 8 Kaffee trinke, dann bin ich da. Dann mach ich dir jetzt 8 Kaffee. Mami. Okay. Na, Kleiner? Na? Wie geht's dir? Gut, und dir? Gut? Ja. Sicher, ist klar bei dir? Ja, Piggy. Sicher? Ja. Es wird langsam halt einfach Zeit, dass man zur Normalität zurückkehrt. Und deswegen habe ich beschlossen, einmal nach vorne zu sehen und alles andere hinter mir zu lassen. Reicht jetzt mit dem Trübsalblasen, wie man hier sagt. Finde ich gut, aber ja. Versuch nicht, irgendwas zu unterdrücken, wenn du kommst zu mir. Okay? Peggy, ich kann gar nichts unterdrücken, weil du mich immer fragst, wie es denn geht. Also, dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Ja. Sehr schön. Nein, aber es wird einfach gerade alles besser, deswegen. Okay. Sag mal. Können wir reden? Bin wach und würde dich gerne sehen. Hey. Hallo? Hey, was ist los? Peggy. Was? Was ist denn los? Sascha hat mir gerade geschrieben. Was? Er ist aufgewacht und er will mich sehen. Was? Ja. Der ist wach. Der hat dir gerade geschrieben? Ja. Aber du wärst nicht hin. Keine Ahnung. Nee, ja. Ich weiß nicht. Wenn du mein Rat holen willst, würde ich jetzt nicht hingehen. Jetzt wirklich ich nicht. Ich würde versuchen, was aufzureißen. Können wir mal vielleicht ein paar Sekunden reden? Ja. Ist gut? Lass sie mal ganz kurz. Sie braucht mal kurz ein paar Minuten für sich. Ich kümmere mich gleich um sie. Ja? Okay. Okay, cool. Komisch alles gerade war. Ja, jetzt ist er wieder wach und warum will er mich sehen? Ist er sauer wegen den K.O.-Tropfen, weil ich die gefunden habe? Will er mich irgendwie noch mal versuchen, auf seine Seite zu ziehen? Ich hab keine Ahnung. Machst du dir jetzt irgendwelche Vorwürfe oder was? Brauchst du überhaupt nicht machen, du hast alles richtig gemacht. Ich war auch schon mal mit einem Typen zusammen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Theo. Mit Sicherheit kennst du den. Hm. Der hat mich auch manipuliert von vorne bis hinten. Du musst dir mit der ganzen Sache ein bisschen Zeit geben. Das ist komisch, dass ich mich schuldig fühle. Das ist völlig normal. Du kannst gegen die Gefühle nichts machen. Du musst das auch erstmal alles aufarbeiten. Und das ist wohl echt schwierig, von so einem Menschen wegzukommen. Wegkommen ist die eine Sache. Boah, aber Peggy, ich mag ihn irgendwie noch. Also ich hasse ihn für das, was er gemacht hat, aber irgendwie mag ich noch das, was er vorgegeben hat zu sein. Und das ist echt seltsam. Liebe kann ein Arschloch sein, Liebe kann wehtun. Liebe bringt dich manchmal in unmögliche Situationen, die man gar nicht mehr weiß, wie man darin geraten ist. Das ist auch irgendwie so peinlich. Das braucht dir nicht peinlich sein, das ist menschlich. Sogar das ist völlig normal. Du musst wissen, was für dich am besten ist. Kannst du bitte ein bisschen vorsichtiger sein? Ja. Ja, bitte. 30? Ja. Ja, sonst machst du es besser. Ja, tut mir leid. Irgendwie ist es gerade. Ja, kann ich mal kurz sprechen? Wäre okay, wenn Sami mal kurz übernimmt? Ja. Sami, kommst du mal bitte? Ja, bitte. Kümmerst dich mal bitte um die Kunden. Natürlich, was musst du noch lernen? Auf jeden Fall ein Cappuccino und alles, was du so möchtest. Sag einfach, das, auf was du Bock hast. Ja, auf was denn? Alles gut?
Willst du lieber nach Hause gehen? Ich will nicht nach Hause gehen. Aber vielleicht ist es besser. Ja, aber die Welt bleibt doch nicht stehen, nur weil ich Kummer habe. Ja, aber du hast heute Morgen schon eine Nachricht von Sascha bekommen, dass er dich sehen will. Also ich würde das völlig blöd machen. Pass auf, ich hole dir einen Schluck Wasser und du fängst jetzt erstmal an, die Nachricht zu löschen. Von Sascha. Ja? Hat er dir die geschickt? Nee, das ist mein Rückblick auf meinem Handy. Schöne Momente. Und ja, das waren sie auch. Wow. Aber es ist halt einfach fake gewesen alles. Aber ich habe immer noch diese Erinnerungen, die eigentlich sagen, dass es cool war. Oh, Baby. Pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Du trinkst jetzt mal einen Schluck Wasser, setzt dich hin und wir werden jetzt eine Sascha-Detox-Kur machen. Okay? Wir löschen ihn aus deinem Gedächtnis. Erstens fangen wir an, wir löschen ihn aus seinem Telefon raus. Komplett. Okay. Meine, mit der Vergangenheit abzuschließen, ist echt gut. Deswegen macht ihr Meier. Du musst ihn komplett vergessen, den Jungen. Schön alles markieren, wo er drauf ist, wo seine hässliche Fresse drauf ist und dann in den Papierkorb rein. Hey. Hey. Und, wie läuft's? Sehr gut, Peggy. Ich habe nämlich den Chefanruf jetzt gelöscht. Echt? Geil, wollte ich gerade noch dran erinnern. Hast du gut gemacht. Ja. Und ich habe den schönen leckeren Entspannungstee gemacht. Mhm, dankeschön. Ich kann stolz auf dich sein. Wirklich. Ich bin das auf jeden Fall. Und ey, falls sie dein Handy noch mal so eine komische Erinnerung zeigen, denn jetzt aber eine geile Erinnerung, weil wir machen jetzt ein paar Selfies zusammen. Okay. Tja. Und ich mach. Du zum Lachen hast. Okay. Okay. Also hübsch ist anders, aber ist egal, es soll ja lustig sein, verstehst du? Ja. Und jetzt kannst du endlich mal mit dem Vollidioten Sascha abschließen, wirklich, ohne Witze, das hast du ja nicht verdient. Du bist so eine tolle, tapfere, starke Frau. Du machst jetzt einfach das Beste aus deinem Leben und versuchst das hinter dir zu lassen. Und damit hast du schon den richtigen Weg eingeschlagen, indem du erst mal alles löschst, weißt du? Zuerst hat sich das ein bisschen komisch angefühlt, weil das sind Sachen, diese Fotos, auf denen ich so glücklich war, dann die Nachrichten irgendwie, die mir so viel bedeutet haben. Aber weil halt einfach alles fake war, fühlt sich das befreiend an, diese Verarsche einfach auszuradieren. Richtig. Ja. Natürlich. Ich danke dir. Natürlich dafür. Doch, ich helfe dir. Ja. Was hältst du davon, wenn wir zur Feier des Tages hier an der Ecke was trinken gehen zusammen? Feierabend haben. Hm? Ja, gute Idee? Nee. Nee? Dann nehmen wir was essen. Nein, Peggy. Der Rick hat eh schon Feierabend und Sami ist auf einem Außentermin und der hat eh keinen Bock mehr, was zu machen. Und ich will heute irgendwas machen. Lass uns irgendwas starten. Kino? Nee. Was ist denn los mit dir? Du bist doch immer wieder so. Was ist los? Eben ging es mir auch noch voll gut und das hat alles auch voll gefruchtet. Und jetzt auf einmal hat Sascha mir geschrieben und deswegen. Wahrscheinlich, weil ich auf die erste Nachricht nicht geantwortet habe, hat er dann noch eine zweite hinterher geschickt. Mann, ey. Und da hat er aber jetzt geschrieben, dass er irgendwie nicht sauer ist wegen der Polizei und dass es ihm ganz wichtig ist, mich zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du kennst meine Meinung dazu. Ich finde scheiße. Ja, aber ich glaube, dass ich das wirklich jetzt brauche. Dass ich ihm in sein Gesicht gucke und ihm sagen kann, dass er das größte Stück Dreck ist und für mich gestorben ist. Ich glaube, ich brauche das, um wirklich abschließen zu können, weil ich hänge da noch so tief drin. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass so eine kleine Pissnachricht von ihm mich aus der Bahn wirft. Das geht nicht. Und er darf diese Macht nicht über mich haben. Und deswegen brauche ich auch außerdem noch ein paar Antworten von ihm. Und selbst wenn ich die nicht kriege, ey, ich rechne ab mit dem. Und dann kann ich abschließen. Und dann kann ich in Frieden sterben. Irgendwann dann. Du, wenn es dir gut tut, dann bin ich die Letzte, die dir im Weg steht, ne? Wofür du weißt, was du machst. Natürlich weiß ich, was ich mache. Okay. Gut, dann hole ich jetzt meine Jacke. Und dann gehe ich ins Krankenhaus und rede mit Sascha. Okay. Super. Reiß dich zusammen, Chiara. Egal, was Sascha jetzt sagt. Es ändert nichts an dem, was er getan hat. Hey. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin aber nicht hier, damit du dich freust, sondern weil ich dir ein paar Sachen sagen will. Bevor du anfängst, lass mich ein paar Sachen sagen.
Ich will, dass du weißt, ich gebe dir für rein gar nichts die Schuld, Chiara. Rein gar nichts. Ich nehme dir auch nicht übel, dass du bei der Polizei warst, sondern du hast alles richtig gemacht. Du bist dein Gefühl gefolgt, hast ihm vertraut und genau das schätze ich so sehr an dir. Aber wir beide sind einfach Opfer von einer Sache geworden, die komplett eskaliert ist. Ich habe Mist gebaut und das wissen wir beide. Aber ich wollte Amelie nie ernsthaft was antun. Nicht wie Malte, der mich fast totgeschlagen hat. Guck mal, du musst jetzt auch nichts dazu sagen. Ich erwarte nicht, dass du was sagst. Nix. Aber ich bin nicht das elendige Schwein, für das mich jeder hält, der nur aus Lügen besteht, auch wenn ich nicht immer ehrlich war. Eine Sache musst du mir glauben. Und ich habe mich nie so nah zu einem Menschen gefühlt wie zu dir. Nie. Ich kann es nicht fassen. Obwohl ich meinen Brief weggeschmissen habe, hat Sascha ihn gelesen und versucht jetzt meine Worte so umzudrehen, dass ich wieder weich werde. Was für ein Stück Dreck. Du hast mich benutzt, du hast mich manipuliert und du hast mich angelogen. Ich habe eine Falschaussage bei der Polizei gemacht für dich. Und du redest davon, dass du nicht das Opfer sind? Amelie ist das Opfer. Warum? Weil du einfach gestört bist, Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe dir vertraut. Ich habe meine Hand für dich ins Feuer gelegt. Ich habe mich mit der ganzen Welt für dich angelegt. Und du lügst mich an. Eine Falschaussage bei der Polizei? Und du bist schuldig, Mann. Verstehst du das? Verstehst du, dass du wirklich schuldig bist? Und es interessiert dich nicht. Es interessiert dich ein Scheiß, weil alle Menschen um dich herum dir scheißegal sind. Es interessiert dich nicht, dass ich meine Familie verloren habe wegen dir. Ich habe meinen Freunden den Rücken... Weißt du was? Ich weiß auch, dass du den Brief gelesen hast. Kira, die hat mir die Krankenschwester hier hingelegt. Ja, gut, gut, weil du meine Worte gegen mich verwendet hast. Oh. Ja, oh, du verwendest meine Worte gegen mich? Elendiges Schwein, ja, ja, das bist du. Er steckt dran. Zum Glück, weil das hat mich vor dem größten Fehler meines Lebens bewahrt. Nämlich, dass ich dir noch mal glaube. Verstehst du das? Du bist krank. Du bist krank und deine Psychospiche macht die mit wem anderes. Du bist ein Narzisst und du schadest den Menschen in deiner Umgebung und es interessiert dich nicht. Du und ich, das war's. Ich will nichts mehr von dir wissen. Okay, aber hören wir mal zu. Wer bist du? Und wen hast du ohne mich? Wer bist du ohne mich? Du bist ein Niemand. Du bist ein Niemand. Ich war vielleicht dumm, aber du bist ein scheiß Monster. Du bist der Teufel und du verdienst es, alleine zu bleiben. Ich nicht. Hier ist unser Patient, der verprügelt worden ist. Sascha Lind. Der Name kommt mir so bekannt vor. Polizei Berlin, ich bin hier für eine Befragung. Wie konnte ich das übersehen? Was ist das für ein kranker Zufall? Haben wir es schon mal gesehen? Es wäre schön, eine Beratungsstelle zu haben hier in der Schule. Bevor ich Direktor war, war ich Obervertrauenslehrer und ich kenne mich hervorragend mit den Problemen der Schüler aus. Und deshalb mache ich das jetzt in Zukunft. Schön, dass du da bist. Komm rein. Wir können ganz locker, flockig miteinander. Können wir mal so richtig krass labern, Digga. Ja. Der konnte gar nicht schnell genug wegkommen. So großartig war's. Du schmeißt quasi für Amelie diese Überraschungsparty, ja? Ja, Mike. Ich liebe Amelie noch. Was ist deine Idee? Das ist richtig schön mit Lennart. Ich merke gerade, wie sehr ich das vermisst habe.